Gottesdienst in der Osternacht. Beten und warten, schweigen und singen. Hineinhorchen in die Osternacht. Noch ist nicht Ostern, noch umfängt uns die Nacht. Ich will die Nacht ernst nehmen. Die Nachtgedanken, die Menschen beschweren. Die Nachtgespinste, die uns den Schlaf rauben. Den Schatten der Trauer, den Schatten der Angst. Noch ist nicht Ostern, noch umfängt uns die Nacht. Noch habe ich Jesu Bitte im Ohr, sein Wort an die Freunde im Garten. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir. Jesus, gestorben an deinem Kreuz auf Golgatha. Jesus, begraben in einem Felsengrab. Jesus, Name für einen abgerissenen Weg. Ich will bei ihm aushalten. Ich will an seinem Grab wachen und beten. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier und wachet mit mir, Nacht über dem Grab des einen, Nacht über den Gräbern der vielen, schmerzhafte, dunkle Nacht. Gott, wo ist das sanfte Licht des Anfangs? Gott, wo ist das sanfte Licht des Anfangs? Weit zurück wandern unsere Gedanken in dieser Nacht. Zurück an den Anfang, als Gott das Licht erschuf. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Am Anfang Gottes Freude am Licht, seine Freude am Wechsel von Nacht und Tag. Und heute, noch immer wird es Tag, noch immer wird es Nacht. Doch wir Menschen haben es in der Hand, Gottes ganze Schöpfung in schreckliche Dunkelheit zu tauchen. Darum möchte ich in dieser Nacht bitten. Gott, stecke uns an mit deiner Freude über das Licht des Anfangs.
Gott, wo ist das sanfte Licht des Anfangs? Weit zurück wandern unsere Gedanken in dieser Nacht. Wir blicken mit Gott kein ins Gesicht. Kein, der sich am Segen in Abels Leben ärgert. Am Anfang Adams Offenheit gegenüber Gott. Adams unbefangene Freude über Eva. Seine Freude am anderen Menschen. Und dann Kain. Finsterer Blick. Neid. Erloschene Offenheit. Gesenkte Augen. Das ist die Wunde, die uns krank macht bis zum heutigen Tag. Darum möchte ich in dieser Nacht bitten. Gott, schenke uns Offenheit, ein Leuchten deines Lichtes in unserer Seele und in unseren Gedanken. Gott, wo ist das sanfte Licht des Anfangs? Weit zurück wandern unsere Gedanken in dieser Nacht. Wir sehen das Volk Israel auf der Flucht vor den Heeren des Pharao, sehen Männer, Frauen und Kinder in Not. Und wir hören, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie zwischen das Heer der Ägypter und das Volk Israel. Lichte Wolkensäule, Zeichen der Gegenwart Gottes. Ich halte Ausschau. Meine Augen suchen nach Zeichen der Gegenwart Gottes in meiner Welt. Darum möchte ich in dieser Nacht bitten. Gott, mache meine Augen hell, damit sie auch die zartesten Zeichen deiner Gegenwart wahrnehmen. Gott, wo ist das sanfte Licht des Anfangs? Weit zurück wandern unsere Gedanken in dieser Nacht. Den Lichtglanz, der die Engel auf den Feldern Bethlehems umstrahlt, habe ich im Sinn. Den Stern, dem die Weisen aus dem Osten folgten. Das Licht, das durch Jesu Wort und Wirken auf die Menschen fällt, auf Kranke und Schuldige, auf Menschen im Schatten. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Doch wo bist du jetzt, Licht der Welt, nachdem sich Finsternis über Golgatha legte? Christe, der Anfang des Tages. Die Mitte der Not ist der Anfang des Lichts. In dieser Nacht ist Christus von den Toten auferstanden. In dieser Nacht hat sich unser Geschick gewendet. Christ unser Licht.
Gelobt sei Gott. Christ unser Licht, gelobt sei Gott. Christ unser Licht, gelobt sei Gott. In der Osternacht werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft. Sie werden damit zu Kindern Gottes. Auch wir sind getauft worden. Wir wollen nun auf dieses Zeichen der Taufe schauen und uns erinnern an den Anfang unseres Christenlebens. Wie Wasser wäscht, so wasche von uns und allen, die wir taufen, das ab, was uns von dir und deinen Mitmenschen trennt. Wie Wasser tötet, so töte in uns und allen, die wir taufen, Hochmut und Eigensinn, die uns entstellen und von dir fernhalten. Wie Wasser dürres Land erquickt, so lass in uns Glauben wachsen und ihn fröhlich ausbreiten in dieser Welt. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesetzt, ich bin mit seinem Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben.
Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der Herr ist auf. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir. Du hast uns durch viele Nächte unseres Lebens begleitet. Oft haben wir das kaum bemerkt. Du hast den vielen Nächten lichte Tage folgen lassen. In dieser Nacht aber hast du uns weit mehr als das Licht eines neuen Tages geschenkt. Lass uns das Licht Christi im Glauben empfangen
und großzügig ausstrahlen in allem, was wir denken, tun und füreinander sein können. Dir, Herr, gehört unser Dank, unsere Freude, unser erneuertes Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun bitten wir dich, Jesus Christ, weil du vom Tod erstanden bist, verleihe was, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. O mache unser Herz bereit, damit von Sünden bin wir befreit. Dir mögen singen alle Zeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So geht in Frieden und unter dem Segen des auferstandenen Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete Ostern.